Marlock. My cousin has become a mechanist servant. He is some kind of slave now? I am afraid he has become far worse than a mere slave, Zaya. Come. I will show you. This is the fate of all who would resist Truett. He is an evil man, Zaya. I cannot stop him. But you, you are destined to rid the city of this abomination. I have foreseen it. I must save Kadar, now that I know where he is. I can bring him here and we can remove the servant mask. Yes, bring Kadar here. The mask means death for most, but with your skill, there may yet be a way to save him. If there's even a chance, I have to try. Then you must seek your revenge on Truett. He must pay for this evil. Let's help Kadar first. We can deal with Truett later. Turns out that the book of maps I stole from the museum will come in handy after all. It had an old blueprint of the Grand Hotel where Kadar is being kept. Apparently the building is very old, but well-maintained and considered a historical landmark of sorts. These days, it's owned by several of the city's richest citizens, including the illustrious Sheriff Truett. From what I hear, he's probably the least dangerous of all the investors, mainly crime lords and higher-ups on the Mechanist's VIP list. Now that he's in a position of power, Truett's playing with the big boys. I'll have to get inside and see if there are records for the servants in the hotel. The hotel seems to use a lot of them, and they all look the same. My only hope of locating Kadar is to find a record of when each servant was brought to the property, or interrogating someone who knows.
The lobby is protected by 2 cameras, but it shouldn't be hard to find the disarm code lying around somewhere. After all, it's a hotel, not a bank. Once I find Kadar, I'll probably have to incapacitate him briefly until I can get him out. I anticipate that being the biggest problem, seeing how heavy he's probably going to be. Moloch has given me another piece of elemental crystal, so anyone who gets in my way will find themselves on the wrong end of an arrow. I've come so far. Kadar, you will be free soon. Und damit herzlich willkommen zurück zu Tief 2X Shadow of the Middle Age. Ja, das hört sich gut an. Ich trinke lieber vorher noch einen Schluck Tee. Ja, denn die Erkältungswelle greift immer noch um sich und meine Stimme ist irgendwie immer noch ein bisschen, naja. Das Krankenhotel, na gut. Die Umgebung des Hotels wird regelmäßig patrouilliert. Dein erstes Ziel ist es, einen Weg an den Wachen vorbei hineinzufinden. Kedar wird dort drinnen irgendwo festgehalten, aber du weißt nicht wo. Finde es heraus. Du musst Kedar leben dort herausbringen, wenn Malaks Vermutung zutreffen wird, er vielleicht nicht gehen wollen. Finde einen Weg, ihn außer Gefecht zu setzen und ihn hinauszutragen. Das Hotel ist angeblich vollgestopft mit reichen Adligen. Erleichter die fette Geldscheffler um Beute im Wert von wenigstens 800. Okay, schauen wir mal. So, denn, na dann gucken wir doch mal. Heuschreckenei, meine Elementarkristall. Was hat er uns denn jetzt gegeben? Wasser, Feuer, Erde, Gas, Pfeil. Nein, in ein Gaspfeil in ihr Heidengegenstück verwandelt. Das da wäre, hier ist wieder Brief von Malak, Eva-Pfeil, Wasser-Pfeil. Das ist jetzt die Frage, was wieder mitnehmen und was nicht. EMP-Bombe würde ich jetzt erstmal lassen, Mine. Tja, ich würde jetzt eigentlich wieder ein Wasserpfeil, halt Feuerpfeil wäre vielleicht ein. Nur einen haben wir ja schon. Ja, gut, dann. Ich bin für Wasserpfeile. Die Gaspfeile sind einfach viel zu teuer, um die eigentlich immer einzusetzen. Ich weiß, ich habe sie immer gekauft und nie eingesetzt. Oder sehr sporadisch. Feuerpfeil ist günstig mit 225, also komm, leg mich doch hier. Oh, eine Mine können wir uns auch nicht mehr leisten. Heilendes Öl, ja, ich hoffe immer, dass man was findet. EMP-Bombe. Entschuldigung, bin müde. Oh, scheiße. Das ist so ein Spaß. Naja, dann holen wir uns ein Moospfeil. Ich weiß gerade gar nicht, was war der Moospfeil eigentlich umgewandelt. Da ist die Kamera. Rein theoretisch könnte man sie runterschießen. So, lesen wir doch erstmal den Brief von Malak. Ja, würde ich sagen, machen wir das. Zaya, ich habe dir aus meinem Besitz das Endstück des Kristalls überlassen. Ich bin zu alt, um jetzt noch Nutzen daraus zu ziehen. Deshalb denke ich, dass es in deinen jungen Händen größere Macht ausüben kann. Dieses Kristallstück setzt ein tödliches Gas frei und ist so flüchtig, dass es durch die Atemwege über die Speiseröhre bis in die Bauchgegend vordringt. Für sich allein ist das Gas harmlos, doch in der Nähe einer offenen Flamme wird es sich die innerhalb der Pfeilkristalle enthaltene Luft entzünden und das Feuer des Waldfürsten wird sich auf alle Umstehenden ergießen. Da bin ich jetzt aber irgendwie nicht ganz schlau. Also, das kann ich wieder nicht ablegen. Na gut. Schauen wir uns das mal an. Wir haben jetzt den Eis, den Lichtpfeil, Konfusionsgenau und Brandpfeil. Ah. Das ist also das. K.O. Hammer, Schwert. Und wie immer wird hier erstmal gespeichert.
und dann auch nochmal einen Quicksave angelegt. Und man kann das frohen Mutes losgehen. Ist nicht dein Ernst, hat mich das Drecksding hier außerhalb des Tores gesehen. Komme ich nicht hoch. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen über den Zaun. Ja, doch. Ja, also irgendwie mit dem Springen bin ich hier nicht ganz so zufrieden, wie ich es gerne wäre. Weil das war ja auch wieder großartig. Das ist doch ein... Ich denke mal, jetzt wird es eh auf die letzten Meter zugehen. Ich kann das aber auch nicht irgendwie umgehen oder so. Ich dachte, man kann vielleicht da hochspringen. Seilpfeil kann ich hier auch nirgendwo dran ballern. Ja. Gut, man könnte rein theoretisch schnell vorbeirennen. Die Zeit wäre ja da. Wofür ist eigentlich das? Wofür ist jetzt eigentlich das Schloss, frage ich mich gerade. Was war das? Irgendwas haben wir aktiviert, die Frage ist nur, was? Hebel umgelegt. Ach, da geht das Licht im... Da geht das Licht innen aus. Alles klar. So ein Spaß aber auch. Ist auch sehr sinnvoll, diesen Scheiß da draußen anzulegen, oder? Also mal ehrlich. So. Ah, Sicherheitsbüro Jartner. Die Frage ist natürlich, der Mörder ist eigentlich immer der Gärtner. Wen besuche ich zuerst? Ich bin gerade unschlüssig. Ich würde jetzt zum Sicherheitsbüro traben. Na, dann machen wir das doch einfach mal. Hey, löst du mal ruhig Alarm aus. Das erinnert mich ein bisschen gerade an das eine Tieflevel. So ein Spaß. War es die Bank? Ach, keine Ahnung. Aber ich meine, Zaya hat ja eigentlich Sheriff Truart nicht umgebracht. Das war ja irgend so ein Heide, der dann da... Tod auf den Mund, ich höre Geräusch. So ein Scheiß. Geht der Idiot mal weiter? And I went down to port to theme. Nothing to be roiled up about. My eyes are really messed up. I thought that moved. Wieso ist denn das hier alles so hell? Vor allem sieht es so schön dunkel aus.
that I see over there? Just my mind playing tricks on me again. Na, fantastisch. Haben wir schon einen Schlüssel bekommen? So, irgendwie erscheint mir hier gerade die Beleuchtung ein bisschen unschlüssig dargestellt. So. Das müsste doch jetzt hier da wahrscheinlich sein. Ich gucke jetzt erstmal das ganze Freigelände durch. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen besseren Weg. Oder noch irgendwas zu looten. Ist das hier der Japner? Nee. Schlüssel, Schlüssel. Ich guck mal, was ist denn das für ein Schlüssel? Hotelschlüssel. Und er passt. Auftrag erledigt. Finde einen Weg ins Hotel. Naja, meine Güte. Das war ja nun wirklich die schwierigste Übung überhaupt, oder? Also, ja, auf Hügelchen. Ja, Hütte, Hütte. Ja, bringt nichts. Und ich dachte, hier gibt es wirklich mal noch irgendwas. Tja, entweder da rein oder da. Ich würde halt gerne nochmal zum Gärtner gucken. Der Schlüssel eigentlich auch wieder passt. Oh. Stimmiges Ambiente. So, ich schließe mal hier. Öffentlicher Waschraum. Hier irgendwas? Nein. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht irgendwo einer angerannt. Schade, keine Wasserpfeile drin. Da liegt schon einer, würde ich sagen. Na gut. Alle WCs durchgefrostet und trotzdem nichts. Oh, wie schön. Springbrunnen. Teuerst. Tja, mehr ist es leider nicht hier. Goldene Wasserhähne. Der Tag ist gekommen, endlich. Desert Storm ist da, was? Halten Sie sich fest und Ihre Hütte ebenfalls, sonst haut bzw. bläst es Sie aus Ihren Latschen. Diese fantastische Einmal-im-Leben-Veranstaltung wird morgen in unserem prächtigen Halle stattfinden. Unter den vielen wichtigen und welterfahrenen teilnehmenden Persönlichkeiten wird sogar Sheriff Gorman Truart sein. Wenn Sie dieses Angebot ausschlagen, wird es Ihnen noch leid tun. Damon Armani, Verwaltungsassistent. PS. Den letzten Satz sollten Sie nicht wörtlich nehmen. Niemand wird tatsächlich in Gefahr geraten, wenn er der Veranstaltung fernbleibt. Um es ganz klar zu machen, ist völlig ungefährlich, nicht teilzunehmen, ganz egal, wie Sie vielleicht über die tragischen Ereignisse im Umfeld der Veranstaltung im Sea House letztes Jahr gehört haben. Es gab und gibt keinen Beweis, dass Herr Armani einen Fehler begangen hätte. Er freut sich schon darauf, Sie alle morgen hier zu sehen. Dogen Finkler Hotelverwalter, achso. Armani, bringt er uns seine Taschen mit, würde ich mal sagen. So, da hinten sehe ich jemanden stehen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich hier ins Sicherheitsbüro rankomme, um draußen ein bisschen die Kameras auszuschalten. Denn mit unserem lieben Kedar nachher auf der Schulter, so wird's kommen.
werden wir keine Chance haben. Ich werde mal hier ein bisschen das Licht ausmachen. Das geht mir nicht auf. Ist manchmal ein bisschen putzig mit dem Licht. Da bleibt es als Lichtquelle gezeichnet. Anderen, naja. Buildings are always making strange noises. Okay, chamber pots, brown flower. I don't know what it was, but guys, it's gone, whatever it was. Did I just hear something? Chamber pot duty again. Hate this job. Ah, verdammt. Thought I saw. Help! Oh, Intruder! So macht er das Licht an? Ich glaube mal, ist Strain 5. Dreck. Das war jetzt, wenn man eine nette Überraschung macht. Dieser Arsch das Licht wieder an. Ich glaube es nicht. Und ich renne natürlich genau dahin, weil das Licht aus ist. Das ist aber kein sehr schönes Aufeinandertreffen von Ereignissen. Boy, my imagination is sure running wild. Nothing. I'm starting to see things. Look at the time. 10 past the hour. Where are they with my food? Kommt er jetzt hierher oder nein? Er läuft ja gerade wieder irgendwelche lustigen Pirouetten. Stupid bitch. That slobs. I've already fixed it. I'm not fixing it again. Da 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 la 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 la. Ich finde gerade eine Versuchung, mal diesen lustigen Pfeil auszuprobieren mit diesem Feuer, was da. Brandgaspfeil. Ich würde so bitte gern den nächsten Rundgang des jungen Mannes erwarten. Der sitzt jetzt da hinten. Na, da sitzt noch jemand. Das ist keine gute Idee, die hier wegzubrennen. Und dreht er wieder seine Kreise? Ja, eins, zwei. Nein, diesmal nicht. So, ach, was soll's. Ich denke, die brennen hier gleich alle. Ja, und du? Das hat ja gar nichts gebracht, oder? Ist die jetzt tot eigentlich, die Alte, oder was ist mit der? Help! Stop her! She's over there! Don't let her! Ach, das ist ja ein. So schön wie das ist mit den ganzen extra Waffen, aber mehr nicht. Das bringt ja überhaupt nichts. So, na gut. Ich habe das Licht hinter mir gerade wieder angemacht. Geist ist gegenwärtig. Ach, Dreck. Ich habe noch den Eispfeil aktiviert. Oh, schön. Das war nicht besonders intelligent. Hä? So, jetzt. Boy, my imagination is sure running wild. Catch your broom right here, lady. I'm starting to. What am I hearing? You don't believe me. She's behind me. Help! Wieso sehen die mich hier eigentlich? Look at the time. 10 past the. Der
kurz und schmerzlos alle niedergeknüppelt. Dass die mich hier vor allen Dingen sehen. Ich dachte eigentlich, ich bin im guten, dunklen Bereich gewesen. Die dicke Frau kann ich wieder nicht tragen. Aber es ist gar nicht mal so schlecht gewesen, dass die hier hintergerannt ist. Da sieht sie nämlich von der Wache vorne keiner. So, gucke ich mal rein. Vorspeisen. Ach. Gibt's hier sonst irgendwas von Bedeutung? Das ist bestimmt auch was auf Menükarte. Vorspeisen. Bla. Hasenfleischstreifen. Black Cobra Arts. Okay. Ja, da haben sie sich richtig Mühe gegeben, die Jungs. Hier eine ganze Speisekarte zu integrieren im Spiel. Helm ab, Frau Mütze, muss ich sagen. So. Ich würde sagen, das Buch ist auch wieder nicht von Bedeutung. Ja, genau so ist es. So, und hier läuft jetzt irgendwo der Wachknöch, da ist er. Da hinten. Kommt er her? Ja, nein, vielleicht. Das sind sogar drei. Speisesaal. Ich wollte jetzt eigentlich in das Sicherheitsbüro. Kommt er nicht etwa hier rein in die Speisekammer? Jetzt einfach so einen Konfusionspfeil auf die Nase zu hauen, dass er dort seine Leute angreift. Ja, ich glaube, das ist aber auch nicht ganz zweckdienlich. Ausreichende dunkle Ecke hier für mich und den Kollegen. Ich denke mal, die ist doch ganz gut. Ich höre irgendwo die Kamera. Ach, jetzt sind wir frei. Den Kameraden, wenn wir uns kümmern müssen. Das nützt alles nichts. Was haben wir denn hier? Sicherheitsbüro. Das ist leider verschlossen. Da ist der Schlüssel. Vielleicht passt der ja auch hier. Nein, er passt nicht. Schade, schade. Ich komme nicht in das Sicherheitsbüro. Ohne den richtigen Schlüssel natürlich. Man hört es schon. I like Reds. Tja, ich würde sagen, ich guck mal, ob ich ihn jetzt hier auf seiner Runde vielleicht erwischen kann. Ja, komm, mach hin. Ich hoffe, diese dunklen Vierecke in den Wänden sind wirklich bloß Vertäfelungs-Artefakte.
Or? Das war knapp. Ich habe Kameraden schon wieder fast gesehen gehabt. Hier liegen sie alle rum. Und keiner von den Leuten hat irgendwie Geld. Am Jortel. Ne, auch nicht. Das ist doch. Dafür, dass das hier die High Society, in der ich gerade stecke, sein soll. Ich könnte mal es probieren. Wo ist es denn da? Das funktioniert tatsächlich bei den bewusstlosen Leuten. So, biologisch abgebaute Leichen sind gut. Was? Schade, ich dachte, die übertragen sich wenigstens gleich noch mit auf die. Oh, die Hände sind ganz geblieben. Okay. So kriegt man natürlich die dicke Frau auch bewegt. Na gut. Wird sie von den Heuschrecken aufgefordert? So, da drüben läuft schon wieder der nächste herum. Und hier hören wir ja irgendwo schon die. Hier ist doch schon wieder so eine Kamera. Das erste Loot. Ah ja, da stehen auch schon diese Abwehrmechanismus. Was haben wir denn? Denken Sie dran, wir wollen den bestmöglichen Eindruck machen, wenn die Schiedsrichter des Desert Storm Wettkampf morgen Mittag ankommen. Zusätzlich zu tadellos sauberen und glänzenden Umgebungen und unserem großartiges Hotel bietet dies, werden die anspruchsvollen Männer und Frauen der Jury nur das Beste in Bezug auf das Personalverhalten erwarten. Verhaltet euch vorbildlich und bietet den bestmöglichen Service. Mein Ruf steht hier auf dem Spiel. Wenn alles gut verläuft, bin ich auch bereit, gute Mitarbeiter zu belohnen. Damon Armani. Damon? Ich sag, Damon ist doch eigentlich ein Ferengi. Ich werde trotzdem mal das Licht ausschießen. Das ist mir. Ich fühle mir dann einfach sicherer. Dieser Idiot, der hier rumrennt, hin. Ist das auch wieder Sicherheitsbüro? Spiegelverkehrt? Nein. Ah, hier ist der. Hier ist der Dämonbock Armani. Hm. Das gibt's doch nicht. Ah. Da kommt der Idiot. So, jetzt heißt es. Sieht er mich hier in der Ecke stehen? Ja oder nein? Wenn ich das Schloss knacke, das hören die unter Umständen, wenn sie zu nah sind. Das sieht gut aus. Is anyone there? Ja. Hello? Der Hammer ist da. Ah, hier ist wieder so eine Blechbüchse. Ich weiß nicht. Weil die hier noch in Deutsch sind, höre ich sie wieder herumlabern. Hier ist auch ein Zettel, aber ich denke mal, da wird bestimmt dasselbe draufstehen wie nebenan. Bestmöglicher Service. Zu niedrigsten Preisen. Ich frage mich ja, wenn man da die Heuschrecken drauf wirft, werden die eigentlich alle komplett abgebaut. So, dann gucken wir beim Herrn Armani mal ins Büro. Ein Auge kann man ja mal hier riskieren. Ah. Oh.
Tja, wenn man die abschalten könnte, dann wäre das okay. Halt, ich werfe trotzdem einen Blick auf den Zettel. Ja, ja, okay, war klar. Es ist der bestmögliche Service. Den hatten wir schon. Knack. Sehr schön. Keine Sicherheitsüberwachung hier drin. Wäre mal so ein bisschen misstrauisch. Was hat der für einen komischen Schrank? Na gut. Hier gibt es ein Tagebuch. Okay, ich kann es nicht glauben, wie sehr sich Finkle in letzter Zeit verändert hat. Ich weiß nicht, ob er trinkt, spielt oder seine Alte betrügt. Aber seine Paranoia und seine Pinglichkeit gehen mir auf die Nerven. Und Jensen ist auch noch hinter meinem Job her. Ich muss zusehen, dass ich nicht mehr mit dem Debakel vom letzten Jahr im Seehaus in Verbindung gebracht werde. Wenn Finkel mir das Desert Storm Event nicht mit seinem Herumzappel und nervösen Getue vermasselt, werden die Besitzer des Hotels endlich erkennen, dass ich als Manager für den Laden in Frage komme. Ich muss diesen McCrellins im Auge behalten. Patty sagt, sie hätte ihn schon wieder auf der öffentlichen Toilette im Haus erwischt, wo er einfach so herumgestanden hätte. Mir ist er da gestern Nacht, als ich zur Bar ging, ebenfalls beim Herumlungern aufgefallen. Ich werde Casa Grande informieren, damit er da unten jemanden postieren kann. Warum nur kriegen wir alle diese Perversen? Nicht wirklich gerade hilfreich. Ich habe gedacht, ich kriege hier den Schlüssel. Schade. Mehr gibt es hier nicht in dem Räumchen. Na gut. Ich mal auf die Karte gucken. Ach, da ist der Finkle, von dem wir gerade sprach. Aha. Tja, mal gucken. Vielleicht kann ich auch den Weg hier irgendwo rausnehmen. Da bald mal behaupten. Hier. Ach nee. Hier ist irgendwo die Blechbüchse. Ach, da ist Finkles Büro. Aha. Der Weltraum unendlich weit. Ach nee, halt das. Ich weiß nicht. Eine abscheuliche Kreatur. Schon ein Riesenhaus. Och nein, und es geht auch noch in den Keller. Meine Güte, ist das groß. Ja. Aber hier sehen wir die dicke Leitung. Ah, da geht es zu dem, vermutlich zu dem Abschaltmechanismus. So, scheint tatsächlich, oh, kommt auch noch jemand angelaufen, das ist nicht gut. Komm, das Schild wollte ich ganz gerne mal lesen. What's that noise?
dieses blöde Teil schon wieder gesehen. Und schon wieder. Komm, wir gehen doch mal hin. Aber es ist gar nicht mal so schlecht gelaufen, finde ich. Wir haben ihn geschickt erledigt. Kriege ich endlich mal diese Dreckstafel gehighlightet? Die Tür, ja. Ist natürlich zu, ist klar. Die Tafel, hallo. Jetzt. Tresorraum, Schlüssel am Empfang. Gut. Empfang wäre ja eigentlich hier, ne? Der Tresorraum. Ich gehe erstmal hier wieder zurück. Ich muss mal kurz gucken, hier hinten. Das wäre wahrscheinlich hier der Tresorraum, würde ich bald mal sagen, oder? Ja, es ist, da geht es zum Keller runter. Ist leider ein bisschen manchmal auf den Karten schwierig zu erkennen. So, gucken wir uns das mal hier. Ach, das ist der Empfang hier. No, you don't get it, do you? You cut them off. Otherwise the tappers don't talk. One toe at a time. Works wonders. They'll sing in no time. See, if you just work them over a bit, they quickly realize that you have it all in the mouth. Show them that you mean business. I always mean business, and I always get people to talk. I think we found out who'd been stealing the silverware last spring. By, cutting off them toes and asking the right questions? Good boy. It only took two, actually. Ever notice how Tomlinson developed a slight limp last spring? And Stonehall? Try mentioning this when Finkel is nearby. He gets so damn nervous if you so much as mention torture when he's around. Funniest thing you've ever seen. He even avoids the knives in the kitchen. Don't know why. Maybe he's always been a bundle of nerves. But it seems to have become worse since he began visiting the Overlord's fancy. I wonder if he's fallen in with the wrong crowd. So, Gespräch beendet. Jetzt heißt es. Ich sehe hier leider nichts, das ist nicht so gut. Wo sind wir denn hier? Ah, hier in dem Treppenhaus. Aha. Hm, zum Garten wäre es da hinten rausgegangen. Okay. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass hier keiner jetzt frei rumläuft und mich überraschend sieht. Schon drin, aber ich da ist er ja. Ich weiß nicht. Eine abscheuliche. Der sieht uns sofort. Der ist wirklich gut postiert. Treppe aus Metall ist nicht so gut. Zugeschlossen ohne Schloss. Wir probieren es trotzdem mal. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Spinnenei. Also die Spinnen finde ich wirklich ein bisschen enttäuschend in ihrer Wirkung. Auch wenn die immer noch toll sind. Aber die sind auch einfach zu schnell niedergeknüppelt, fand ich. Also im Keller komme ich nicht weiter, da wird man wohl wieder irgendeinen blöden Hebel umballern müssen. Da nicht rein. Das ist echt blöd.
hier ist genau dasselbe Theater. Es ist einfach... Scheiße, das Ding nicht gucken. Da hat's was. Die muss man halt also irgendwo erst deaktivieren, die Drecksteile. So, jetzt haben sich wieder alle beruhigt. Verdammt. Ich komme in dieses Drecksicherheitsbüro nicht rein. Also, ja, da komme ich nicht hin an dem Empfang. Das ist. Der ist zu gut überwacht, muss man wirklich sagen. Tja, und von hier sind wir eigentlich hauptsächlich gekommen. Hier gab es ja auch nichts. Ich gucke trotzdem mal schnell, ob ich irgendwas übersehen habe. Nein, da geht es bloß wieder raus. Tja, hier sind die öffentlichen WCs, von denen die gesprochen hatten, aber da war ja nichts. Ist mir ist zumindest jetzt nichts, nicht wirklich was aufgefallen, außer dass er den Springbrunnen aktivieren kann. Vielleicht doch ein Geheimgang hier? Nein. Das sind bloß die Fliesentexturen. Tja, Problem. Ich muss die Bereiche jetzt hier erstmal außen vor lassen. Die sind einfach zu gut gesichert. Gehst du mal da hoch? Na? Das ist ein dicker Typi, den wir nicht so weggeknallt kriegen. Buch. Ach, da stehen viel zu viele Leute. Viel zu viele Leute. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Genau so machen wir das. Super. Da habe ich noch nicht mal selber geguckt, da wird man hier schon erspäht und angegriffen. Tja. Gibt's denn sowas? Das ist vielleicht ein Dreck. Seinem räumlichen Feuerpfeil hatte ich 4 Stück. Okay. Ich habe da so eine EMC-Bombe. Da ist die. Schön. Hätte gar nicht, sag ich mal, besser laufen können.
sicherlich Aufmerksamkeit. Wenn jetzt einer die beiden findet, dann ist das Geschrei da. Ah, hier gibt es aber schon wieder Ersatz für den Eingesetzten. Ah. Ja, hier hätten wir den deaktivieren können. Achso, hier ist das Treppenhaus, in dem wir uns sonst mal verborgen haben. Hammeriten-Idioten, na gut. Gucken wir uns doch mal diese nette Tür an. Vielleicht passt ja hier wieder der Schlüssel. Jawohl, es ist der Außenbereich. Tja, hier müsste es doch jetzt dann zu den Garten gehen. Gibt es auf jeden Fall mal ein paar gute Büsche zum Verbergen. Where did you hide? Was hat er hier für eine Pistole in der Hand oder was ist das? Aha, na schau mal einer an. Das war Gasfeil ist. Sollte ich schleppe die Gaspfeile immer wieder mit zurück, die werden mir auch nicht gut geschrieben. Was hat er nur hier für eine Sache in der Hand? Sieht durchaus wie eine Pistole, ne? Tatsache. Ganz schön aufgelevelt, die Leute. I'll find you. You know, this robot doesn't work anymore. I'm gonna catch you. Aufgehoben. Ich wollte eigentlich eine Spinne nach da hinten werfen. I'll find you in a minute.
Just wait. Na, komm, du doofe Spinne, greifst den Mann. Jetzt scheinen sie wohl gesehen zu haben, oder? Ach, das gibt's doch nicht, oder? Ja, danke dafür. Now why would you go and do that? Schnauze, du Idiot. Meine Güte, die Spinnen, sag ich, sind wirklich irgendwie manchmal nicht ganz so ideal. Toll, du Mist, du hast nichts gebracht. Kann ich mal in Ruhe in den Brunnen gucken, ob noch irgendwo ein Wasserfall hier rumliegt? Nein, nein. Wir haben jetzt gerade einen Schlüssel aufgesammelt, den müssen wir gucken, ob es jetzt zwei Schlüssel hier sind. Natürlich, zwei Schlüssel, gut. Da hat der Idiot das tatsächlich mitgekriegt. So. In welchem Bereich bin ich denn? Ach, jetzt bin ich wieder hier durchgekommen, nach vorne. Wie schön. Die Uhr ist auch nicht. In dem Bereich gewesen. Na klar, bin ich schon in dem Bereich schon rumgerannt. Nur noch nicht hier hinten. Das Ticken ist das. Ja. Alles klar, da hätten wir bloß durch die Tür gehen müssen. Hier ist der deaktivierte Robby. Genau so ist es. Na gut. Ach doch, ich hatte mal an der Tür geklingelt. Was tickt denn hier mal so? Geheimgang. So. Na gut, ich gucke hier draußen noch ein bisschen rum. Ich meine, irgendwas muss der Idiot doch hier auch bewacht haben. Oder auch nicht. Da komme ich ein bisschen davor, alles klar. Dann dürfte hier vorne gleich der Startpunkt sein. Genau, so ist auch. Da sind wir reingekommen. Na gut. Dann bin ich gerade mal alle Möglichkeiten durchgegangen. Schnarcht irgendwo jemand rum, ich sehe aber keinen. Wahrscheinlich ist er wieder im Gebäude drin. Na gut, viel Lärm um nichts, bin ich wirklich weitergekommen. Tja, hier ist natürlich wieder so eine unschöne Sache. Man weiß nicht, wie schnell die Jungs mich sehen werden oder auch nicht.
Oh, hier. Eine teure Kruke, was haben wir denn hier? Schon lustig. Der dritte Schlüssel im Bunde. Scheiße, zu wenig dunkle Ecken. Ich denke mal hier, das ist doch gut, oder? Jawohl. Geht es hier hin? Hier schnarcht schon mal jemand. Lagerraum, Zutritt verboten. Naja, das gilt doch nicht für mich. So, drei Schlüssel? Nein, wir haben Schlüssel Sicherheits. Ah, sehr gut.